Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in nah und fern, seien Sie herzlich willkommen zu unserer Andacht mit Krippenspiel hier in Nienstedt am Deister. Janina Westerhoff und die Konfis haben fleißig für Sie geübt. Ehepaar Wassenberg aus dem Ort wird für uns musizieren. Bevor wir die Geschichte von der Geburt Jesu hören und sehen, lassen Sie uns gemeinsam beten. Guter Gott, schenke uns offene Sinne an diesem besonderen Weihnachtsfest, dass deine Botschaft in unseren Herzen ankomme. Amen. Heute ist Weihnachten. Heute feiern wir den Geburtstag von Jesus. Die Geschichte vom ersten Weihnachten ist ja schon ganz schön alt. Was genau ist denn damals eigentlich passiert? Stimmt, das ist schon mehr als 2000 Jahre her und es war ein ziemlich aufregendes Jahr. Angefangen hat alles mit Maria und einem Engel. Maria war alleine in ihrem Zimmer, als plötzlich, wie aus dem Nichts, ein Engel vor ihr erschien. Maria war doch sicher erschrocken, oder? Wenn ich mir vorstelle, dass auf einmal ein Engel vor mir steht, ich würde sicher einen riesigen Schreck bekommen. Ja, das hat sie auch. Aber sie hat sich schnell wieder gefangen und den Engel, Gabriel hieß er, gefragt, wer er ist und was er von ihr möchte. Maria kannte schließlich die Heiligen Schriften und hatte schon von Begegnungen mit Engeln gelesen. Und dann hat der Engel ihr gesagt, dass er im Auftrag Gottes kommt. Er solle ihr verkünden, dass sie schwanger werden und einen Sohn gebären wird. Er wird der Retter sein, auf den alle warten. Richtig. Das hat Maria natürlich sehr erstaunt. Josef und sie waren zu dem Zeitpunkt gerade erst verlobt. Aber Maria dachte sich, wenn dies der Wille Gottes ist, würden sie diese Aufgabe schon bestehen. Da war Maria wirklich ganz schön tapfer. Und Josef, wie hat der eigentlich auf die Nachricht reagiert? Maria hat sich zunächst nicht getraut, mit Josef zu sprechen. Das Kind in ihrem Bauch, der Sohn Gottes. Und Besuch von einem Engel. Sie hatte Angst, dass Josef sie für verrückt erklären könnte. Und so war Josef sehr unglücklich. Er dachte, das Baby sei von einem anderen Mann. Er überlegte schon, Maria zu verlassen. Das kann ich gut verstehen. Aber sag mal, was ist dann passiert? Wie ist es weitergegangen zwischen Maria und Josef? Oh, da hat Gott auch ein wenig nachgeholfen. Eines Nachts hat Josef im Traum einen Engel gesehen. Der hat zu ihm gesprochen. Er solle Maria nicht verlassen. Der Engel hat Josef erzählt, dass das Kind in Marias Bauch ein ganz besonderes Kind sei, der Sohn Gottes. Er hat Josef versichert, dass er ein guter Vater für das Kind sein werde und dass Gottes Segen auf seiner Familie läge. Auch den Namen hat der Engel genannt. Jesus sollte das Kind heißen. Das ist dann ja noch mal gut gegangen. Aber Frieden hatten Maria und Josef nicht lange, oder? Nein, ein paar Monate später wartete die nächste Herausforderung. Der römische Kaiser Augustus hatte im ganzen Römischen Reich eine Volkszählung befohlen. Es war die erste Volkszählung, die es gab. Jeder Bürger musste sich auf den Weg in seine Heimatstadt machen, um sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Und da musste Josef aus der Stadt Nazareth den Weg bis nach Bethlehem auf sich nehmen, um sich dort zusammen mit seiner Verlobten Maria eintragen zu lassen. Für die schwangere Maria war diese lange Reise zu Fuß sicherlich sehr anstrengend und beschwerlich. Das stimmt. Und sobald Josef und Maria die Stadt Bethlehem betreten hatten, merkte Maria, dass die Geburt kurz bevorstand. Sie drängte Josef, schnell nach einer Unterkunft für sie zu suchen. Da haben die beiden die Rechnung allerdings ohne den Wirt gemacht. Die Stadt Bethlehem war wegen der Volkszählung zu diesem Zeitpunkt total überfüllt. Josef konnte in keinem Wirtshaus einen Platz für sich und die schwangere Maria finden. Zum Glück hat sich schließlich eine Wirtin erbarmt
und den beiden einen Stall für die Nacht angeboten. Nicht schön, aber trocken und geschützt. Und in diesem Stall brachte Maria in der Nacht ihren ersten Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Das war sein Bett. Damit ist die Geschichte aber noch nicht am Ende, oder? Aber nein, das ist sie nicht. Es fehlen ja noch die Hirten. Sie sind sehr wichtig in der Geschichte, obwohl sie sonst eher Außenseiter waren. Es war eine kalte und sternenklare Nacht. Wie immer waren die Hirten auf dem Feld bei ihren Schafen. Zunächst war alles ruhig, wie immer. Dann aber erschienen ihnen Engel Gottes. Den Teil kenne ich. Der Engel sagte zu den Hirten: Fürchtet euch nicht, ich habe eine freudige Nachricht für euch und für alle Menschen auf der Welt. Heute ist euch der Retter geboren, in der Stadt Davids, Christus der Herr. Folgt dem Stern und ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Genau so lesen wir es in der Bibel. Hirten waren natürlich sehr überrascht und überwältigt von dem Auftritt der Engel. Schließlich bekamen sie nicht oft so wichtige Botschaften. Aber es hat nicht lange gedauert und sie haben sich auf den Weg nach Bethlehem zu dem Stall gemacht, um sich mit eigenen Augen von dem zu überzeugen. Dort angekommen haben sie Josef und Maria sicherlich von ihrer Begegnung mit den Engeln erzählt. Das haben sie. Die Hirten überzeugten sich von dem, was die Engel ihnen verkündet hatten. Maria hat ihnen dann erzählt, was alles vor der Geburt schon geschehen war, und sie staunten. Danach kehrten die Hirten zurück zu ihren Tieren. Was sie in dieser Nacht erlebt hatten, erzählten sie allen. Sie trugen die frohe Botschaft in die Welt hinaus. Immer mehr Leute kamen, um das Kind zu sehen, und dieses Kind hat Licht und Freude in ihr Leben gebracht. Das feiern wir heute. Dass Gott zu uns Menschen kommt und mit ihm Licht in die Dunkelheit und Hoffnung zu den Verzweifelten. Überall dort, wo Menschen Gott wohnen lassen, gibt es Licht und Leben, Frieden und Freude. Und Fröhlichkeit und Freude können wir wohl alle brauchen in dieser Zeit. Lassen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich anstecken von der Weihnachtsfreude. Teilen Sie sie mit anderen. Denn uns ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Ihr Lieben, was war das für ein Jahr? Wer hätte gedacht, dass ich jetzt wirklich hier stehe und ihr vor euren Bildschirmen sitzt? Ich könnte da jetzt noch ganz viel drüber reden, aber ich glaube, das möchte heute eigentlich einfach keiner hören. Deshalb wünsche ich euch allen frohe und besinnliche Weihnachten. Kommt gut und vor allen Dingen gesund ins neue Jahr, damit wir uns dann hoffentlich bald alle hier wiedersehen können.